Ja, hallo, hier ist der Julian von techfocus.de und wir haben ja das neue Samsung Ultrabook Series 9. Das gibt es in 15 und 13 Zoll. Hier haben wir die 15 Zoll Variante. Das Ganze ist ein 14 Zoll Body drin, das heißt, das Display ist wirklich sehr schön bis zum Rand hier ausgefüllt. Schauen wir uns mal kurz die Außenseite an. Also es ist wirklich sehr, sehr dünn. Wir haben es gerade auch schon mit dem MacBook Air hier verglichen, also es ist wirklich sehr identisch von der Größe, obwohl es hier eben 15 Zoll ist. Wir haben hier genau das nebeneinander. Wir haben jetzt hier zwei USB 3.0 Anschlüsse, denke ich mal, ein Mini-HDMI-Anschluss an der Seite. Wir haben hier unten nochmal eine SD-Slot. Schauen wir mal kurz auf die andere Seite. Wir haben hier nochmal einen USB-Anschluss und nochmal einen Mini-HDMI-Anschluss und nochmal irgendeinen Anschluss. Sieht aus wie ein Micro-USB und noch einen Kopfhöreranschluss, natürlich hier der Power-Anschluss. Und ja, sieht wirklich sehr gut aus. Hier ist jetzt, glaube ich, ein i7-Prozessor eingebaut mit 1,7 GHz 4 GB Arbeitsspeicher. Und ja, sieht wirklich sehr gut aus, auch sehr leicht und trotzdem ein 15 Zoll Ultrabook. Auf jeden Fall sehr schick, die Tastatur. Natürlich auch komplett mit Aluminium hier außen rum verbaut und ein großes Touchpad, das finde ich für mich persönlich sehr wichtig. Ja, wie gesagt, gibt es auch noch einen 13 Zoll, schauen wir uns gleich an. Danke fürs Zuschauen mit TechFocus. Bis zum nächsten Mal.